Ich verstehe es halt. Stats auswählen, Stats auswählen. Ich nehme einfach Versa, scheiß drauf. Ich wähle dann immer nie was aus. Tempo wäre besser, wahrscheinlich, damage-technisch, aber ich spiele lieber safe. Ich denke mal, den Dings können wir noch mitnehmen, den Arbeiter, der ja, kann nichts. Nicht in dem Strahl drin stehen. Das müssen wir interrupten. Na, der Hunter hat auch. Okay, gestunt. Ich habe auch gerade noch weiter gestunt. Passt, den müssen wir einfach. Ich tue mal interrupten. Tot. Okay, jetzt. Ah, fuck, jetzt. Der kommt da nicht raus, bis er gecharged ist. Das ist halt dumm. Ja, passiert, alles gut. Junge. Aber er steht nicht drin, ne? Müsste passen. Nee. Diese Charge-Dudes, die sind so dumm. Okay. Den oberen hättest du noch mitziehen können. Ach, da ist nur einer? Jo. Mit der Kopf eigentlich. Jetzt nicht mehr. Das ist nur ein Techniker, was der da hinten ist. Nee, das ist ein Ding. Das ist ein Nafresin. Aber der dürfte eigentlich keinen Stress haben, wenn wir den mit reinziehen. Wir müssen einfach nur den Techniker interrupten. Kann das wer? Okay. Knock ihn weg. Der legendäre 7 Sekunden Stun. Ja, jetzt können wir den Nafresin mitnehmen. Also. Das Einzige, was kann, sind halt die Techniker. In beide Richtungen einfach der Breath. Ja. Richtig mies. Okay, ich pull mal den nächsten ran hier. Das ist noch scheiß Props. Ja, bis jetzt bin ich auch noch nicht so zufrieden, Robert. Mit meinem Carry? Mit meinem Damage. Also. Der? Aber solange der Key in-time wird, ist mir das eigentlich auch irgendwie also relativ. Theoretisch kannst du halt hier wahrscheinlich mehr pullen, aber jetzt mal. Müsst ein bisschen gucken, wo ihr steht, dass die auf keinen Fall zu dem Ding chargen, weil ich glaube, die tun nicht nur immer mich anvisieren, also sie dürfen auf keinen Fall in die anderen Mobs reinchargen. Aber sonst ist das ein bisschen ätzend. Wir sind jetzt mal darüber. Ihr müsst ein bisschen aufpassen, ich drehe sie darüber. Liefen die? Jo. Deswegen sollte man nicht so ganz nah an den stehen, die haben einen Cleave. Nein, du hättest den gerade eigentlich da stehen lassen müssen. Okay, ich denk mal. What the fuck, das ist hinten drin, kommt der wieder raus? In der anderen Gruppe sind halt jetzt zwei Techniker. Ich würde sagen, die spielen wir danach. Ja, die spielen wir danach, Einfach gehst du ganz an die Wand, bitte? Ich zieh die einfach zurück, dass da nichts... Warum meinst du ganz an die Wand, dass du genau hinterstehen kannst, oder wie? War man zu machen. Dann fetzen die nur an die Wand hin. Die gehen nicht einen Millimeter weg. Ja, gut, okay. Also wahrscheinlich hätten wir jetzt hier ein paar mehr pullen sollen, aber wenn die meinten, wir sollen extrem vorsichtig spielen. Ja, ist ja Wayne. Also die Bosse sind halt komplett free, bis auf der zweite. Also passiert ja nicht viel. Weißt du, was ich meine? Jetzt müssen wir halt gut interrupten. Achso, ja, nee, warte mal, der eine ist ein Nasrosim. Jo. Easy. Und wieder den Techniker als erstes. Ab. Okay. Kriegt jetzt einen 7 Sekunden Stun. Achtung, die Wolke ist genau daneben, dass du nicht reinläufst. Ich kann den nächsten Interrupt machen. Ab. Okay, da haben wir gleich zwei Interrupt. Habt ihr gesehen, da hat einer auch Instinct gemacht. Ich will desorientieren. Dann ihn. Okay. Hat nichts durchgekriegt, das war gut. Bekeilen sich die nicht in der Blutfläche. Ja. Bei dem Boss jetzt gleich müssen wir halt, ich drehe ihn dann halt immer zu dem Ding und müssen ihn gleichzeitig töten. Jo, aber hauptsächlich für dich ist der ja irgendwie aktiv, also relevant. Ja, ihr dürft halt bloß nicht in dem Charge drin stehen. Jo. Junge.
Meine Tastatur spinnt manchmal, Digga. Ich schwör dir, meine Tastatur spinnt. Ich will was drücken und es drückt nicht. Dann gucke ich auf meine Tastatur und dann verreck ich. Gilt den Kleinen zuerst, der Kleine ist wichtiger. Versuch die jetzt immer ein bisschen zusammen. Zusammen sterben. Ja, aber der Kleine, also, ja, aber der andere Große hat halt noch 40 Leben. Nein. Idiot. Das Ding ist, wenn der Große als erstes stirbt und der andere hochgeht, dann kannst du nicht mehr runterholen, dann bist du RIP. Also zumindest war es früher im Challenge-Mode so. Ist auch so. Also der muss... Deswegen darf der Große nicht sterben, der Kleine muss auf jeden Fall sterben, wenn einer zuerst stirbt. Naja, also wir müssen auf den mehr Schaden machen, auf den Kleinen. Ich hasse so sehr, dass er die ganze Zeit wieder abhaut. Okay, jetzt mehr auf den Großen. Okay, jetzt wird der böse. Fuck, der hat noch 10%. Wie viel macht der mehr? 5, ja, gut. 5. Okay, der macht nicht so viel, wie ich dachte. Okay, ich pull den einen raus. Pull sie raus, beide. Ja. Den oben. Nein. Ich hoffe, der Heiler dispelt. Ne, der Heiler dispelt mich nicht. Oh, bitte dispel mich. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, die hier beide zu pullen. Das macht man immer. Weil der eine hält sich mit dem Schild ja eh wieder gegen. Wollen wir die anderen beiden zusammen hochziehen? Ja. Jo. Aber dann kommen die Flächen gar nicht. Ihr seid euch sicher, dass ich die Fledermaus nicht spotten muss, ne? Weil wir hatten ja schon mal diese Diskussion. Nee, muss nicht. Die guckt's weg. Oh, tötet das Ding. Okay, passt. Ich muss mich selber ein bisschen hochziehen. Mal die Dinge weg hab. Okay, ich roll mal hier ein bisschen rein. Das Ding ist, die geben halt so einen Debuff, ne? Diese Dudes, deswegen müssen die halt halbwegs schnell sterben. Stacken halt so eine Scheiße auf mir hoch. Ja, hab das gezogen. Ich will jetzt halt meine Inka nicht raushauen, weil nur haufenlose Packs kommen. Die brauchst du gleich, mein Lieber. Ich hab jetzt halt schon Engel drauf. Meine Wall. Pass auf, ist gleich tot. Ich kann den nirgends hinziehen. Oh fuck. Okay, das war jetzt dumm, ja. Ich war ganz an der Wand gestanden. Passt auf, Frontal, gell? Der macht auch Frontals. Na ja, gut, das war jetzt nicht so clever. Das wird jetzt gleich lustig. Ach. Gut schon. Ich glaube, die legen jetzt noch keine Feuerfläche, aber da hinten... Die machen aber trotzdem etwas, wo ich spannen muss. Da diese Schrapp-Schnell-Explosion, die muss unbedingt... Ich wollte die gerade rausziehen, ja. Das ist direkt das Sleep-Ding. Ist das so dumm?
In dem einzigen Weg raus liegt es halt. Ja. Okay, die waren jetzt easy, aber ich habe auch gerade Inkel gezogen. Ja, Digga, das haben alle vier gezogen. Wir haben alle komplett da reingeorgelt. Ja, super, jetzt haben wir halt gar nichts mehr, ne? Mach mal. Danke fürs Followen. Hast du auch Fläche? Ah, du bist. Nächsten Cast kann ich sie mal wegnocken. Okay. Kann das sein? Vielleicht sollten wir sie ein bisschen hinterziehen. Weil ich will die nächsten Gruppen dann hinterziehen, wisst ihr? Dass die Blutflächen dann nicht alle liegen. Pass auf. Können wir nochmal das rentieren? Gut. Easy. Wisst ihr, weil ich will ja den anderen, die anderen Dudes jetzt gleich hier reinziehen und wenn da die ganzen Flächen liegen, dann wird's ätzend. Bald dich. Ah. Ja, ich zieh die jetzt hierher. Fuck, ich. Jo, passt. Kurz Aggro, aber. Die ein bisschen hinter noch. Norbert, Alter, was ist los? Hast du eine Taste gefunden? Ja. Hab nur mit einer Hand bis jetzt gespielt. Bist du so ein Goku oder? Sag mal, die Flächen hier liegen, ne? Ach. Egal, einfach schnell durch. Augen zu und durch. Vielleicht fällst du ja auch nicht vom Schiff. Versuch die trotzdem hier ein bisschen, wartet noch mit dem draufhauen, ich muss die erstmal. Das passt aber auf, ja, weil da hinten nicht, dass wir die andere Gruppe noch wollen, das wäre nämlich jetzt so ein Strip. Das passt Ding echt gut auf. Ich muss zum Frontless ausweichen. Der große kommt. Fuck. Macht nichts weiter. Ich muss auch runter die Span. Du kannst auch Root-Effekt oder was ist das runternehmen, oder? Ja. Ich hab dir den eingemarkt, guck mal, ob du es runternehmen kannst. Der hat 12 Stacks von. Ich nehm's runter. Ich auch. Perfekt. Ja, da sind die ganzen Effekte. Ich hab's mal runtergenommen. Ja. Müssen jetzt ein bisschen rausziehen. Ich schlaf wieder. Ich nehm die bei 10 Stacks wieder runter. Nee, ich hab's schon. Ach gut, hältst du das? Ja, ich kann das alle paar Sekunden runternehmen. Ja, ich jede 25 noch. 8 Sekunden oder so kann ich das machen. Aber ich habe jetzt gerade geguckt, ich muss echt schauen, dass ich nicht sterbe, ne? Super, jetzt habe ich halt dafür Inka rausgegangen. Warte mal kurz, warte kurz. Jesus. Okay. Ich habe nichts mehr in Dev-CDs, schauen wir mal. Ich habe dafür alle CDs, easy. Ah, da ist die Feuerfläche, da müssen sie raus. Ja. Ich ziehe sie ein bisschen. Fuck, ich stehe in der nächsten Fläche drin. Nur Kackprocs. Da ist wieder so eine Feuerfläche, muss sie wieder zurückziehen. Soll ich den Hunter resetten? Holen? Nee, oder? Nein, deine Kraft da. Gut. Ja, ich habe sie gerade versucht hier rauszuziehen aus den ganzen blutigen Effekten. Ach nein, ich wollte sie unterbrechen und dann kicke sie da rein. Okay, das ging jetzt besser als ich dachte, ehrlich gesagt. Nicht mehr Inka dafür gehabt. Immer verloren den Hunter. Ja, warte mal, warte auf den Hunter, dass nicht, dass er was hier gepullt ist. Wieder ein Kack-Effekt. Oh. Okay. Das ist jetzt geht's. Der Boss, gell? Just ja. Ihr spielt das mit den Bomben? Ja. Weil das Problem ist, anscheinend eine Art von Bomben könnte ich theoretisch auch als Tank nehmen und die auf die Mob schmeißen. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, welche sind. Und wenn ich die nehme, die für die Kanone ist, dann sind die Bomben halt ripped. Das ist halt das Problem. Ich mach schon.
Und weil ich kann als Tank halt nicht, ich könnte schon reingehen, aber dann verklopfen euch die Mobs halt. Man soll anscheinend einmal für den Boss so Gewehrsachen aufheben, um dann, wenn der Boss rauskommt, ihn damit wegrotzen zu können, wurde mir gesagt. Okay, ich hab's, geht vor. Ich mach das schon. Du machst das mit der Bombe? Ja, ich mach das alles. Kann man Damage auf die Ding machen? Nee, gell? Doch, du kannst ein bisschen drauf damagen auf die, das geht. Das bringt nichts, mach die jetzt. So, ich komme. Die Bomben machen am meisten am Ende. Und deswegen versuchst du eigentlich im Optimalfall, die Ads schnell möglichst zu töten und dann mit den Bomben quasi mehr Ads zu töten, beziehungsweise den Boss. Ne? Du kannst ja, glaube ich, einmal reinsetzen und den Boss abschießen und dann so Bomben schmeißen. Hinten ist auch noch einer. Oh, der hat's auf mich gemacht. Siehst du die Ads zu der Kanone hier immer? Schau deswegen. Und tschüss. Ah, okay. Gut, ja, ich dachte, die hat ein bisschen mehr Range, tatsächlich. Ich hab Akku. Oh, jetzt war ich zu lang. Ich komm halt leider nicht ran, die stehen halt alle im Feuer drin. Ich würde gern. Ist dreckig. Ich weiß nicht, ob ich das Feuer reinlaufen kann, aber ich mach's mir lieber nicht. Na, dauert die Scheiße noch? Wir müssen halt die immer auf den Boss schießen mit der Kanone. Der halt ordentlich Damage kriegt. Noch eine Bombe und herziehen. Die stehen da und casten in der Kacke drin. Wie der Boss kommt. Jetzt, wenn wir noch so ein Kanonending über haben, können wir den mit der Kanone halt irgendwie killen, ne? Ja. Darauf guck ich. Alter, 70k DPS, ne? Die Kanone, das, ja, das ist halt, ja, deswegen wegen der Kanone. Ah, jetzt. Die Kanone zählt als dein DPS. Das ist so dumm. War damals bei den Kyrian-Waffen auch so. Kannst du übelst reinrödeln. Oder mit der Orb in der anderen Kyriana-Inni. Da ist Tank, ne? Mach einfach 200k DPS. Fuck it. Ich komme als Tank durch, hoffe ich, oder? Da hat man noch einen Debuff. Wir porten nicht dann, Digga. Wir porten nicht. Kacke, da nein, vorne ist Bo. Der Healer soll retzen. Hä? Du addest. Warum? Nein, halt, da vorne addest du direkt den Mob. Das ist so dreckig. Ich wollte aus dem Feuer rauslaufen. Und du addest halt den Mob da direkt und der hat mich dann gekillt. Also darfst nicht hier über die zweite Plattform laufen, das war jetzt ein bisschen gefailt, ehrlich gesagt. So, zieh bitte erst den Scharfseher raus, den machen wir alleine. Naja, okay. Weil da sind genug. Und diese Sturmschilder bitte kicken. Naja, wir haben jetzt beide einen Kick draufgehauen, also ich hab meinen raus. Donnerzone, wir müssen hier rausziehen. Ja, wenn ja viel weiter reinlaufen, dann adden wir. Nee. Hier hin. Also der macht es auf die halbe Plattform. Kicken. Es kommen gleich mehr Sturmschild. Das ist Dornen wie in Arena, nur 100-mal so stark. Okay. Also ich pull mal jetzt. Ah, okay, das ist ein Nassversehen. Oh, wir sind. Sollen wir noch mehr dazu pullen? Oder nein, lass mal. Danach kannst du mehr wir pullen. Sind gut nach Zeit. Wir sind gut in Zeit. Wir sind voll gut in Zeit. Wir können, ja. Du willst 2-chesten, gell? Okay, jetzt haben wir geedit. Ich zieh mal Anker. Scharfseher fokussen. Ach du Scheiße, was ist jetzt haben wir alles? Macht nichts, die schaffen wir. Ich tue Stern kicken, wenn der macht. Ausziehen. Oh, da hinten ist eine Sleepfläche. Ich komme nirgends anders hin jetzt. Das ist so kacke. Oh, die kommt auch noch mit und die Mobs kommen nicht. Also das hier ist wirklich behindert. Jetzt muss ich in die Voids reinlaufen, dass ich sie rausziehen kann. Den Junge, ich habe... Hauptmann hat mich einfach weggerittet. Ich hol dich mal mit. Ich geh schon. Ihr seid zwar länger dran, bis...
Und Battle Rats für den letzten Boss. Hier, ja, nicht Battle Rats. Nee. Also ich habe jetzt schon Rats. Wen? Den Priest. Okay. Und den Heiler auf jeden Fall. Aber die Bad Rats für den letzten Boss, wenn es geht, aufbewahren. Ach, also jetzt brauchen wir hier auf jeden Fall einen Rats für einen Heiler, weil das überlebe ich nicht. Ich bin gerade am. Ich hol ihn. Ah, er ist schon aufgestanden. Ich stun rein, ja? Ich stun einfach mal rein, dann hast du ein bisschen Leben. Ach, nee, wieder. Die kannst du ja nicht stunnen. Ja, unlucky. Kannst du auch nicht kicken, kannst du gar nichts machen mit die Vieh hier. Würde ich rippen. Ja, versuch irgendwie. Den schaffst du ja noch killen, bitte. Bitte. Jo. Okay. Ich glaube, ich gehe da nichts mehr rein. Ich gehe da. So weiß ich nicht. Nee, ich warte hier. Also die hätten wir nicht alle noch adden dürfen. Bleibt so aber liegen, bleibt liegen. Ja, der Hunter hat anscheinend mit seinem Dings gepullt. Das Ding ist, da war alles zugevoidet. Drei Blutflächen, zwei Blitzflächen, ja. Die Einschläge und da war noch die Sleepfläche. Ich konnte die nicht mehr rausziehen, die Viecher. Das ist so dumm eng da hinten drin. Zurück kannst du auch nicht pullen, weil da alles voller Feuer ist. Weiß ich nicht. Also. Aber die Blitztypen sind jetzt auf jeden Fall tot. Saubehindert. Immer den. Schaut, dass er nicht dahinter läuft. Ich zieh die extra zurück. Haben wir diese Krummkara nicht geklatscht? Die Krummkara da. Welche? Wir haben weiter. Das sind lauter Non-Elite, die müssten wir jetzt so packen. Ja. Was für Drecksmobs, echt. What the fuck, wie hast du die Aggro gezogen? Ich weiß es nicht. Indem ich dir, glaub ich, nicht aufgeschossen habe, lol. Ich drück das immer. Vor allem von allen gleichzeitig. Ja. Dachte mir halt, okay, ich selbst mal. Okay, das sieht man. Ist gut, dass ich die Fähigkeit habe. Nee, ich hatte gerade kein weder Barkskin für kleine Inka noch die große. Dachte mir, das müsste ja so gehen, ne? Aber wir hauen schon rein. Oh ja. Okay. Aber jetzt habe ich für den Boss zumindest alles. Wollt ihr am Anfang gleich HT und dann einmal wegrödeln? Wir müssen halt auch für den, von den Speeren aufpassen. Die sind halt tricky. Ich kann die Fallen dann soaken. Okay, ich pull den Boss. Lass mal gleich HT ziehen. Ich hab mein Ding noch nicht ready. Du kannst bei der Falle, wenn er die Falle schmeißt, einfach bewegen. Dann kannst du rauslaufen. Speer kommt, Achtung. Enes, eine Falle jetzt wieder laufen. Ist dein Tod. Ich soak die Fallen mal absichtlich. Du hast mich mit reingeholt, bitte nicht. Ah, du warst, ja, stimmt, du stehst in der Nähe, das ist ja eh mäßig. Nicht soaken, das ist easy. Ich soak dir mal ganz gern weg, dann hast du die später, wenn es ätzend ist. Aber klar, das stimmt, du bist ja in der Nähe. Kommt wieder eine? Speer? Weg da. Ja, ich seh's. Bisschen Angst um dich hier. Nein. Erste Woche, wo ich hier drin war. Wo ist die Falle hin? Zu mir. Du warst doch weit genug weg, dass ich sie sorgen kann. Ja. Der Speer geht zu euch hinter? Ah, fuck, den Heiler hat's erwischt. Ich hab ihn, er hat Soulstone. Ich hab ihm vor dem Pullen Soulstone. Okay, gegeben. Also so wie ich das sehe. Bitte nicht sorgen. Nee, ich sorg sie jetzt nicht mehr, keine Ahnung. Das ist ja, also. Das ist ja. Okay. Da ist ja alles gerade zugewoldet gewesen. Das hat ja eine riesen Range, dass das ja eh technisch geht. Du warst auf der anderen Seite gestanden. Ja. Du hast es trotzdem abgekriegt. Krass. Nicht gedacht. Okay, auf wen? Ach, der hier hinten. Jetzt müssen wir mal kurz in die Leute rein. Boah, Damage. Ich hab's gerade gefressen, ausnahmsweise. Stopp! Ja, easy. Fehlt ja ein 18er. Läuft, das war doch eigentlich jetzt ganz gut. Also ich hätte jetzt eigentlich gedacht, bei den anderen Trash-Mobs, dass es mehr Probleme gibt, sage ich euch ganz ehrlich.
So. Key, bitte irgendwas anderes. Mechagon Schrottplatz. Yay. Was habe ich denn Geil. da gekriegt? Ah, obwohl, Agiversa ist gar nicht so schlecht. Sag bitte, du brauchst das Trinket nicht, bitte. Ich hoffe so sehr drauf. Die ganze Zeit, bitte. Komm, ich hab dir so viel. Ich lutsch dir auch ein. Nee, ich Ja, glaube, ohne Witz. ich brauche das tatsächlich, weil Agiversa ist nicht Nein. schlecht für mich. Ich brauche mehr Versa tatsächlich. Junge, ich Oh, habe auch mein Damage Schrottplatz wird so gekriegt. hochgehen, wenn ich das Trinket hab. Nein. Oh, okay. Ich habe auch Schrottplatz gekriegt. Also, hast du getauscht? Jo. Ich auch. Oh. Wirklich? Ich kann Alter, es jetzt das mal nochmal Trinket wäre durchsimmen, so. aber ich glaube, das brauche ich eigentlich schon. Mit Agiversa ist eigentlich nicht schlecht. Bei mir würde das halt wieder Welten verändern. Es kommt nicht an Sylvanas Dagger dran, aber. Soll ich mal durchsimmen, was das mir sagt? Ja. Wie hieß die Sim-Seite noch? Bin ich jetzt blöd? Raidbots. Raidbots, genau. Wollte gerade sagen. Ich denke mir noch heute so beim Aufwachen, mache ich PC und denke so, welches Trinket wäre jetzt noch geil, welches nicht on use wäre. Und so, das da wäre voll geil mit Versa. Schauen wir mal, vergleichen wir das einfach mal. Herr Sims, du da Damage oder kann man da Tank Sims Nee, machen? du kannst nicht Tank simmen. Also defensiv ist es definitiv besser, weil ich halt einen Haufen Versa drauf habe. Also das weiß ich eh schon. Ich habe halt im Moment eins, was Damage Proc hat. Wenn es jetzt auch noch offensiv besser wäre, dann muss ich es fast nehmen. Weil da ist halt einfach flat 100 irgendwas Versa drauf. Das wäre halt richtig sick Ja. für mich. Dito. Haben wir es denn? Ah, da. Okay. Sind wir mal Hectical Adcleave vielleicht? Oder wir können, warte mal, ich kann mal einen Dings. Dungeon Slice ist halt immer noch in der Beta seit irgendwie 5 Jahren, ne? So, gucken wir mal. So, warte mal, jetzt muss ich die Kommentare mal nochmal durchgucken. WoW im Zug echt nervig, dazu die ganzen Wolzen und so. Ja, also, ich dachte mir eigentlich, dieser zweite Wagen mit diesen Mobs, die rauslasern, dass das deutlich härter wird, aber der wahre Struggle war jetzt in der Endplattform. Also mit dem Sanguine noch zusätzlich, da war in dem kleinen Teil, wo wir waren, alles zugewoidet. Ich konnte mich entscheiden, wenn im Sanguine zu stehen, in dieser Blitzfläche oder in diesem Einschlag. Wobei der Einschlag nicht so viel Schaden macht. Ich bin dann reingelaufen, das geht eigentlich. Das Melee-Attack. Achso, ich dachte immer, dass die Range ist. Aber mit was schießt du dann auf den Boss, wenn das nur Melee ist? Sind es dann diese Granaten, die du werfen kannst? Nee, wenn du in die Kanone gehst, hast du eins für die Adds und eins, wo du auf den Boss wirfst oder so. Ach Das ist gerade ein so, anderes Boss-Thema. nee, das ist schon der Kanonenboss. Haben wir die Bärenform von der Artefaktwaffe von früher noch bekommen? Ja, kannst du bis auf die Mage Tower-Dinge. Aber es gibt ja die neue Mage Tower-Geschichte.